Ein eiskalter Januarmorgen. Adrian Reuss startet eine Weltneuheit. Einen 230 PS Rapsöltraktor. Der Resi-Truck soll bald in Serie gehen, als klimafreundliche Alternative zu Schleppern, die mit fossilem Diesel fahren. Für den Hersteller John Deere testet Landwirt Reuss den Schlepper seit 6 Monaten auf seine Alltagstauglichkeit. Ich habe volle Leistung anstehen. Ich kann den Schlepper immer sofort die Leistung abrufen. Ja, es ist wie, als wenn ich einen Diesel fahren würde. 150 Hektar bewirtschaftet Familie Reuss und betankt seit 25 Jahren auch 4 ältere Traktoren mit Rapsöl. Allerdings mussten bei denen noch die Motoren dafür umgerüstet werden. Was Adrian und seinen Vater ärgert, für Pflanzenöl gibt es seit 2022 keine Steuerrückerstattung mehr, wie derzeit noch beim Agrardiesel. Also nicht konkurrenzfähig. Und der Verbrauch? Ja, Kraftstoffverbrauch. Man merkt keinen Unterschied zum Diesel. Also ich persönlich merke keinen Unterschied, auch rechnerisch, wenn ich reintanke und ausrechne, wie viel Liter er braucht. Beim Rapsöl haben wir halt die letzten Jahre das Problem, dass wir diese 47,4 Cent Energiesteuer abführen müssen pro Liter. Auch beim eigenen Verbrauch, wir stellen selber her und müssen diese 47,4 Cent abführen. Beim Diesel hat man halt die Rückvergütung von über 20 Cent wieder bekommen oder um die 20 Cent. Wir haben die letzten Jahre nichts bekommen. Der Testschlepper erfüllt die strengste Abgasnorm 5. Abgesehen von der Software und dem Kraftstoffsystem ist kein großer Unterschied zu einem Standardtraktor. Adrian hat nur dem Kraftstofffilter noch eine Art Wintermantel verpasst, für die ganz kalten Tage. Er und sein Vater sind eben Rapsöl-Tüftler. Wichtig, Salatöl im Tank funktioniert nicht. Das Rapsöl muss Treibstoffqualität haben. So, das ist jetzt unser Methusalem. Der ist Baujahr 1994 und 98 dann umgebaut worden auf Pflanzenöl und ist halt wirklich ein super Schlepper. Läuft noch, hat über 10.000 Stunden drauf und jetzt können wir mal probieren, da steht die ganze Winter schon da, ob er anspringt. Adrian, probieren wir, was er macht. Kaltstart bei minus 2 Grad. Die Umrüstung hat damals rund 8.000 D-Mark gekostet. Trotzdem war das profitabel, weil reines Rapsöl damals ganz von der Steuer befreit war. 1997 hat Familie Reuss eine Ölmühle gebaut. Damit können bis zu 2.000 Liter Rapsöl am Tag gepresst werden. Doch nun fehlen seit Jahren die Treibstoffkunden. Viele kleine Ölmühlen haben deswegen aufgegeben. Für Adrian und Rainer Reuss kommt das jedoch nicht in Frage. Sie glauben an die Zukunft ihres Treibstoffs vom eigenen Acker. Außerdem, als Nebenprodukt gewinnen sie eiweißreichen Rapspresskuchen. Den kaufen Milchbauern für ihre Kühe als Ersatz für importiertes Soja aus Übersee. Dennoch, es gibt Kritik. Aus Raps kann man auch Speiseöl machen. Teller oder Tank, Lebensmittel oder Treibstoff. Das Argument von Rainer Reuss: Rund 4% der Agrarflächen in Deutschland würden reichen, um alle Landmaschinen mit Pflanzenöl anzutreiben. Und? Wenn wir auf einen Hektar ca. 2000 Liter Treibstoff bekommen, haben wir zusätzlich noch 4 Tonnen Futtermittel. Was natürlich nicht nur für die Tiere ist, sondern das kann man auch als Nahrungsmittel verwenden. Hat sich nur noch nicht etabliert. Es sind schon Versuche da, Brot daraus zu backen. Kuchen funktioniert. Familie Reuss produziert auch Speiseöl. Das füllt Adrian frisch gepresst in Flaschen ab und verkauft es ab Hof an Kunden aus der Umgebung. Nur so kann die Ölmühle derzeit überleben. Doch viel lieber und mit weniger Arbeitsaufwand würden Adrian und Rainer Reuss das Öl in Treibstoffqualität in großen Mengen an Landwirtskollegen verkaufen. Wenn wir natürlich die Energiesteuervergütung bekommen würden, dann sind wir irgendwo bei 1,10, 1,15. Wäre natürlich schon ein Anreiz, für die Landwirtschaft es dann zu danken. Auch wenn der Rapspreis dann steigt, können wir immer noch oder sind wir immer noch unter dem Dieselpreis. Das wäre absolut mal ein Schritt in die richtige Richtung. Adrian Reuss ist überzeugt.
Der neue John Deere-Traktor macht Pflanzenöltanken einfach und alltagstauglich. In älteren Traktoren lässt sich aus Sicht von Experten Rapsöl ohne Umrüstung des Motors dem fossilen Diesel beimischen. Viele Landwirte hoffen, dass die aktuelle Diskussion zu einem politischen Salto rückwärts führt. Wieder mehr Treibstoff vom Acker im Tank. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.